noch raus. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 19,4 Sekunden. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 22,9 Sekunden. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Thank you.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 25,7 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 20,8 Sekunden. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 28,7 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ein paar Infos zu Tsunoda. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 30,4 Sekunden.
Okay, alles klar. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Sieg für das Team aus Milton Keynes also nach einer vortrefflichen Leistung. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können, und es hat sich gelohnt. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert hat. Die heutige Leistung bedeutet für Max Verstappen die Spitzenposition in der Fahrerweltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute der Witzbold. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. In der Zwischenzeit kann Alpha Tauri mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Danke für den Kommentar. Du musst hier leider einschreiten und eine Managemententscheidung treffen. Gute Entscheidung. Danke. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein.
Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Viel Glück! DRS-Zone in Kürze. Du näherst dich der DRS-Zone. Behalte für den Aktivierungsbereich deine MFA im Auge.
Klasse, du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr... Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben.
Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Das hat ganz schön gekracht. Alles okay? Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Wir müssen sicher gehen, dass du deine Reifen im Laufe einer Runde richtig verwaltest. Also versuch die Abnutzung in den Kurven gering zu halten. Sei vor allem beim Beschleunigen am Kurvenausgang besonders vorsichtig.
war... Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen.
zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Alles in Ordnung? Das war ein heftiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Unter den aktuellen Bedingungen bist du mit Intermediates am besten dran. Da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die...
Wir benötigen ein paar solide Runden, um eine gute Rennstrategie berechnen zu können. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Die Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern.